Hallo Leute, Matthias wieder hier aus dem wunderschönen Thailand. Ja, wir sind wieder mal startbereit mit dem Auto von Kang. Und diesmal geht es in die Werkstatt, allerdings nicht mit dem Auto, sondern mit dem Rasenmäher. Zeige ich euch gleich. Vorerst möchte ich euch nur zeigen, also das hier ist das Kühlwasser. Und es hat keinen anderen, also separaten Behälter, wo es dann nachher einfließen kann. Das heißt, man muss das Kühlwasser direkt hier einschütten. Ist nicht so praktisch, weil wenn jetzt da noch mal ein extra Behälter gewesen wäre, würde man sehen, ob man Wasser noch braucht. Nachschütten muss man aber das, ja, aber okay, ist irgendwo ein kleines Leck und deshalb muss man das immer überprüfen. Ich habe gerade jetzt ein halbes Liter reingeschüttet und jetzt ist okay. So. So, und jetzt zu unserem Rasenmäher. Der hat in der Früh noch seinen Dienst getan und dann ist er plötzlich irgendwann stehen geblieben. Erstmal kein Benzin, haben wir ja nachgefüllt und jetzt wird er einfach nicht mehr starten. Also wir haben alles gecheckt, das Öl, den Filter, die Zündkerze und nichts zu machen. Deshalb gehen wir jetzt in die Werkstatt hier zu unserem Motorradmann. Da sind wir ja auch so ein Stammkunden. Man muss sich das vorstellen, Leute, wir haben jetzt zwei Autos. Drei Motorräder, einen Rasenmäher und nochmal zwei Motorsensen. Also da ist ständig was kaputt. Aber gut, man braucht es jetzt nicht. Man sieht ja hier, das Gras wächst rasend schnell, nicht? Und der Kang ist da ständig am Mähen. Tut er auch jetzt mäht er halt wieder mit der Motorsense. Und, ich sehe gerade die Jungs da zündeln in den Reisfeldern. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Brennen, das ja, ist nicht so schlimm. Früher war das, haben die ganzen Felder angezündet, um danach her pflügen zu können. Aber ja, bei diesem Wind, es ist ein bisschen ein Wind, ist es nicht ganz ungefährlich. Okay, Leute, und wir fahren jetzt los mit dem langsamen Auto. Und ja, das ist meine Frau, die ist auch marschbereit. Und ja, also auf geht's. Kaputt. So Leute, und auf geht's. So, für kleinere Fahrten hier in der Gegend ist dieses Auto eigentlich wunderbar. Man hat eine große Ladefläche hinten. Heute wollen wir da nicht nur, wir reparieren erstmal den Rasenmäher und nachher wollen wir ein paar Ziegelsteine für den Garten bringen. Mal sehen, wenn der da ist, bringen wir die gleich auch. Diesmal diese Strecke hier, also hinten rum, da gibt es noch ein bisschen Asphalt und nachher Feldweg. Nochmal zum Auto, es fährt sich sehr gut, ich bin sehr zufrieden, Leute. Das ist, wurde schon gepflegt, bis auf die Klimaanlage, die man noch machen muss, ansonsten alles wunderbar. Mit dem Schalten, das schaltet auch sehr gut, sehr leicht. Schon sagte, das Auto fährt sich sehr gut und fühlt sich auch gut an.
Ja, ich habe jetzt mein Fenster offen, man hört mich wahrscheinlich nicht so gut, aber ein Fenster muss offen sein, weil wie gesagt die Klimaanlage funktioniert nicht und das ist dann sonst zu heiß. Werkstatt ist halt nicht so weit, den Weg kennen wir schon, sind wir öfters mit dem Saleng gefahren. Hätten wir jetzt auch mit Saleng fahren können, weil der Rasenmäher passt wunderbar rein. Aber wie gesagt, wir wollen noch ein paar Betonsteine holen. Und deshalb fahren wir halt mit dem Auto. Das ist unsere Suppenküche, wo wir jetzt vorbeifahren. Und dann sind wir auch schon gleich da. Ne? Ist nicht unbedingt die beste, immer wieder Schlaglöcher, muss da schon ein bisschen aufpassen, aber das ist nun mal so hier in Isan und eigentlich in ganz Thailand. Obwohl das Straßennetz wird, da wird sehr viel gemacht, es wird immer besser. Jetzt fahren wir da am Watt vorbei und dann ist auch schon die Werkstatt. Und da wären wir auch schon. So Leute, und jetzt wird er mal gecheckt. Wenn es was Größeres ist, lassen wir ihn da. Und wenn nicht, nehmen wir ihn gleich wieder mit klar, weil er kann braucht ihn. So, an die Gegend hier kennt ihr ja schon auch. Habe ich öfters mal ein Video gemacht. Wir sind immer jeden Montag ist auf Markt hier. Heute ist aber Donnerstag. So, also jetzt setzen wir uns mal gemütlich hin und warten ein bisschen, ne, bis der gecheckt wird. Ja, meine Frau geht auch Wasser kaufen. Ist gerade der Wasserlieferant gekommen. Das ist mal eine andere Marke. Ist alles schön und gut, Leute, aber das einzige Problem, was mir nicht gefällt, und ist leider fast in ganz Thailand so, dass das Wasser in Plastikflaschen ist, das ist eben nicht so toll. Es gibt ganz wenige Anbieter, die haben auch in diesen Glasflaschen. Also der bringt das Wasser von Buriram, muss man sich mal vorstellen. Aha.
Ah, der hat seine eigene Firma, wo er Wasser macht, ne, und das in Flaschen abfüllt, ja. Ah, man sieht, die Jungs haben hier schon viel zu tun, Leute. Aber die sind sehr gut und gar nicht weit von uns entfernt. Und deshalb kommen wir immer wieder hierher. Wir sind auch also mit meiner Frau irgendwie verwandt. Also ein Cousin von meiner Frau oder so, glaube ich. Schauen wir noch mal zum Wasser, das meine Amonrad da bestellt hat. Ja, ist jetzt mal eine andere Marke von Buriram. Naja. Ja, Leute, und jetzt geht's los. Jetzt sind wir dran. Mal sehen. Ich hoffe, dass es nichts Größeres ist. Und dass wir ihn gleich mit nach Hause nehmen können. Ja, Leute, der hat jetzt da alles aufgemacht und gereinigt. Also das dauert noch ein bisschen, so wie es aussieht. Ist gar nicht so einfach. Ich meine, Zündkerze und so habe ich ja zu Hause schon alles überprüft. Ein bisschen kenne ich mich da auch aus. Aber so das Ganze dann richtig in Einzelteile zerlegen, nee, das mache ich dann doch lieber nicht. Das überlasse ich den Fachleuten. Ne? So. So Leute, wir haben es jetzt ein bisschen auf die Seite gezogen, weil neben dem Kompressor ist das zu laut. Also wie ich schon sagte, der hat jetzt das ganze Teil fast in Einzelteile zerlegt und will das richtig sauber machen. Und schauen wir mal, wenn alles gut geht, können wir nachher unseren Rasenmäher auch wieder nach Hause nehmen. Wenn irgendein Bestandteil kaputt ist oder so, dann bleibt er halt hier und wir holen ihn später ab. Wie gesagt, die Werkstatt ist jetzt sehr zufrieden. Wir sind immer wieder da und jetzt haben wir auch, wie ich schon sagte, drei Motorräder, zwei Motorsensen und den Rasenmäher. Und wir werden auch weiterhin Stammkundschaft hier bleiben, weil wir sind einfach gute Jungs und ja, der Service ist prompt und preisgünstig. Ne? Okay, ich beende dann hier mal das Video und ja, euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, euer Matthias aus dem wunderschönen Thailand und tschüss.